Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Evoland 2. Und ich hoffe zu einer besseren Folge für mich, einer erfolgreicheren Folge, denn die letzte war ja so gar nicht meins. Ich bin ziemlich oft fast gestorben und auch schon ein bisschen gestorben. Jetzt muss ich gerade mal schauen, wie diese Plattform funktioniert. Da hinten sehe ich Spikes und noch eine andere Plattform. Ich würde ganz gerne da unten erstmal noch aufräumen, für den Fall, dass ich abstürzen sollte, dass ich nicht direkt von Schleim getötet werde. Nein! Warum springt ihr immer? Okay, also hier sollte ich tendenziell nicht runterfallen. Das sieht nicht besonders gesund aus. Gab es da nicht gerade einen Moment, wo beide in der Mitte waren? Jetzt. Uah! Aua! Fieses Ding. Wer hat die Dinger konstruiert? Uah! Nein! Ah, jetzt lass den doch nicht auch noch rüber. Das ist doch echt gemein hier. Wer hat die alle bestellt? Oh, Leben, Leben. Und da oben ist schon wieder eine Truhe. Wie komme ich denn da hin? Es führt keine Plattform nach oben. Nur eine hier rüber. Ich muss nochmal zurück. Ist denn das hier gedacht? Ich glaube, da kommt man noch nicht lang, oder? Das ist nicht mal eine Sache von einem Pixel, das ist einfach nicht drin. Vielleicht kommt man hier nochmal in den Dungeon lang, wenn man Menos wiedergefunden hat? Wow. Wow. Nee, doch nicht wahr. Da oben ist schon wieder so ein Steinwerfer-Typ. Wow. Heiliger. Hey, mein schönes Leben wieder verloren. Man denn da hoch? Das gibt's doch nicht. So viele Passagen, wo man theoretisch hoch könnte, aber irgendwie nicht hochkommt. Ich bin genau auf die falsche Seite. Schleime sind echt nicht meine Gegner. Weil wenn ich jetzt hochspringen werde, bauen sich da oben mit dem Kopf. Dann falle ich runter. Und auf den Schleim. Und ja, überhaupt. Oh, doch nicht. Aber will ich da runterfallen, wenn die Plattform nachlässt? Die wird garantiert nachlassen. Ja. Uah. Nein, geh weg.
Ich werde doch ernsthaft von dem Schleim umgebracht. Das gibt's doch nicht. Ein Level Up rettet mich. Ein Level Up rettet mich. Ja, bitte mehr Defense. Mehr Defense und mehr Leben. Oh nein. Lava und fallende Plattform. Das ist immer die scheußlichste Kombination. Ja, ja. Genau deswegen. Genau deswegen. Weil ich zu spät abgesprungen bin. Und jetzt lebt hier auch noch alles wieder. Okay, den haben wir. Oh, Fina rettet mich hier wirklich. Fina, was würde ich nur ohne dich machen? So, okay, haben wir den? An die Mütze komme ich ran, aber nicht auf die Plattform da oben. Doppelsprung oder so kann ich auch nicht. Beim Schlagen komme ich auch nicht da hoch. Okay. Ja, wie mache ich das mit dem Schleim da unten? Der ist da extrem lästig. Wo ist er hin? Achso, nee, stimmt. Hier war er. Wie kriege ich den? Oder ich muss es wirklich so machen wie gerade eben. Ah, natürlich auf Spikes. Ja, den Schleim zwar überlebt, aber auf Spikes gelandet. Das war ja jetzt sehr geistreich. Okay, okay. Ich habe auch echt kein Glück auf dieser Ebene. Ja, generell. Und ich hasse Sprünge ins Nirvana. Habe ich das schon gesagt? Oh gut, ich habe Minusfähigkeit eh nicht. Ja, das sieht jetzt nicht so leicht aus da drüben. Aber wir haben ja Gott sei Dank den Savepoint hier genau vor der Nase. Tief durchatmen. Nein, so tief auch wieder nicht. Da habe ich ein bisschen zu lange gestanden. Um Gottes Willen. Setz doch keine Schleime auf fallende Plattformen. Ha, ich cheate mich durch die Wand. Nimm das Schleim. Damit hast du nicht gerechnet, was? Na los, komm her. Komm her. Haha. Okay, den haben wir schon mal. Vielleicht sollte ich ihn wirklich einfach ignorieren. Ich jump einfach durch. Lass mich in Ruhe, Schleim. Verbrenne. Danke. Aha, wer hat dich bestellt? Geh weg. Puh. Ja, das war zu früh. Das war zu früh. Der hat seinen Bauch noch nicht erhoben. Ich kann ihn auch eigentlich sein lassen. Aber vielleicht gibt er mir Leben. Das kann ich gerade echt gebrauchen. Ja, er gibt mir Leben. Sehr gut. Weil da oben die Riege wird schwierig. Na, ah, lass mich runter. Einen haben wir. Ich bin so feige. Ah. Ich hab niemanden bestellt. Geh weg.
Runterfallen wollte ich noch nicht. Okay, ich will runterfallen. Denke ich. Nein, genau, reingesprungen. Drei? Ernsthaft? Ich will doch lieber erst unten lang. Wenn ich nicht vorher sterbe. Ja, Piepston, du musst mich nicht dran erinnern. Ich weiß, dass ich gleich tot bin. Nein, runter. Ich bin tot. Man muss das jetzt alles nochmal machen. Wie fies kann dieses Spiel sein? Komm her, Schleim. Okay, wie gesagt, ich lasse den Schleim da unten einfach. Der kann mir egal sein. Er zieht mir nur leider Leben ab und das ärgert mich. Vielleicht kriege ich ihn beim Durchlaufen erwischt. Ah, natürlich der. Ich habe ja nicht ganz so viel Leben verloren. Ah. Komm schon, geh runter. Jetzt habe ich trotzdem Leben verloren. Na, ja, dich habe ich ganz vergessen. Von rechts wegen her müsste ich mich da eigentlich fallen lassen, ne? Hat sie genügend Reichweite? Okay, sie kann den schon mal vereisen. Geh runter! Das war vielleicht nicht besonders klug, aber es war effektiv. Die Frage ist nur, was bringt es mir jetzt eigentlich hier runter zu gehen? Komme ich dann wieder hoch? Weil hier unten ist ja auch wieder nichts. Ich traue dieser Plattform nicht. Ein Safe Point, nehme ich. Ich mache mir langsam Sorgen um Menos. Ach, mein Liebchen, eure prallen Muskeln lassen mich erschaudern. Lasst mich frei! Ich bin nicht euer Liebchen! Jemand ist gekommen und hat mein Liebchen gestohlen. Aber mich werden sie nie erwischen. Oh nein, Bosskampf. Sieht so aus, als bräuchte Menos unsere Hilfe. Ich brauche auch Hilfe. Das kann ich so... nicht... Oh Gott. Wie viel schmeißt der bitte? Macht er mal Pause? Ich muss erstmal hochkommen und gucken, was er da so treibt. Okay, das sind ganz schön. Das ist ein ganz schön schneller Rhythmus. Nee. Ich muss von der Plattform da weg.
Mein Liebchen, eure Freunde sorgen sich so sehr um euch. Ich aber auch. Niemand kann uns voneinander trennen. Bitte was? Bitte was? Können wir ganz kurz nochmal zurückspulen? Okay. Er schickt erst Stalagmiten oder Stalaktiten, egal. Auf jeden Fall was von oben. Dann Pause. Wieder welche. Und da kommen Felsen runtergerollt. Au! Ich wollte dich nicht direkt neben mir haben. Ich muss erstmal gucken, wo du bist. Wieso hat mich der Fels jetzt erwischt? Ach nein, die Spitze von oben. Ich muss mal ganz kurz. Kommt er auch wieder runter oder war das jetzt nur Zufall? Ist vielleicht jetzt nicht besonders schlau, was ich gerade tue, aber es scheint mir eine valide Strategie. So muss ich wenigstens nicht gegen die rollenden Felsen kämpfen, nur gegen die, die von der Decke kommen. Frage ist, wo steckt der jetzt schon wieder? Da oben. Sollte ich es vielleicht auch wagen, ihn normal anzugreifen? Wow. Also normale Angriffe, ouch, gehen auch. Da oben ist ein Herz. Nicht in meiner Reichweite. Da oben sind zwei Herzen. Ich muss dahin. Okay, so. Herzen eingesammelt. Hier springt er in die Ecke. Das kann ich nicht gebrauchen. Ja, ich wollte nicht runterspringen. Ich wollte die Herzen. Na, schafft man das noch? Ich wollte nicht hoch. Ich will hier unten bleiben. Hier unten ist schön. Ich habe das Gefühl, ich habe mich ein bisschen durchgecheatet, aber damit kann ich leben. Nehmt's mir nicht übel, aber ich bin echt keine Kämpfernatur. Minos, kommst du mit? Jetzt. Danke. Euch allen. Ich weiß nicht, was ich ohne euch getan hätte. Was sagt ihr da, Minos? Ihr hättet doch genau das gleiche für Kuro, Velvet oder mich getan, nicht wahr? Ich bin so froh, dass wir euch vor diesem fiesen Troll gerettet haben. Mit seiner Maske und seiner Keule.
Brr. Gar nicht auszudenken, was euch angetan hätte, wenn wir nicht eingegriffen hätten. Darüber würde ich lieber nicht reden. Erwähnt es nicht. Ich habe den ganzen Vorfall bereits vergessen. Kuro, mit dieser Leiter sollten wir es aus der Höhle herausschaffen. Ich glaube, wir können das Training als abgeschlossen betrachten. Wunderbar. Wir können am Turnier teilnehmen. Aber die Truhen, kann ich noch mal zurück? Wir haben Menos jetzt dabei. Aber, oh Gott, ich müsste die ganze Sache wieder zurückgehen. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Muss ich dann den Bosskampf nochmal machen, wenn ich das tue? Fährt das wieder runter? Nee. Na gut, dann können wir hier... Vielleicht können wir zu einem späteren Zeitpunkt nochmal zurück. Es gab ja einige Stellen, die wir mit Menos schaffen würden. Jetzt, wo er wieder da ist. Gut, dann einmal nochmal den ganzen Weg zurück. Entschuldigung, ich wollte es wenigstens probiert haben. Achso, war da hinten vielleicht noch was? Nee. Ah, frische Luft. Sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gehen wir nochmal zurück zum Wikingerdorf. Wir haben das Training ja jetzt abgeschlossen. Und gucken mal, was die lieben Kollegen dazu zu sagen haben, dass wir ihr Training absolviert haben, obwohl wir keine Wikinger sind. Ich bin mal gespannt. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.